So, hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum letzten Teil des heutigen Twitch-Abends, somit auch zum vierten. Wir haben hier Vasili, unseren Begleiter, mit am Start und werden auch gleich weiter hier den Weg runter marschieren, denn dort irgendwo soll einer dieser, so ein Schatz sein und vielleicht finden wir auch einer dieser Kristallscheibchen an. Auf jeden Fall werden wir mal versuchen, Patty zu helfen, denn wir vermuten, dass ihr Vater vielleicht einer dieser Kristallscheiben gefunden hat und wir sie dadurch vielleicht abbekommen. So muss man mit den Viechern umgehen. Ja, ne? So muss man mit den Viechern umgehen, da hast du schon recht. Was ist das? Eine Beere? Jawohl. Hör mit dem ganzen Graffel, 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 Graffel. So. So, lala, so, lala. Lalilalalala. Na, was ist? Kree, 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 Kree. Ja, ja. Ist schon ausgekräht. Wo rufst denn du hin? Der hat gesoffen. Das Viech hat gesoffen. Vielleicht hat er eine ja. Vielleicht hat er eine Beere gegessen, die bereits gegärt hat. Und ist dadurch besoffen worden. Ah, war. Wow. Den Wolf habe ich gar nicht gesehen zuerst. So. Au, au, au. Dreimal? Ja, ist klar, dass du dreimal angreifst, ne? Du Mistviech. Was, du lebst noch? Okay, wir kriegen Erfahrungspunkte, wenn er sie killt. Hoppala. Entschuldigung. Da unten, diese Viecher da, die will ich auch platt haben. Platt sehen. Platt haben und sehen wollen. Da ist auch wieder ein Wölfchen. Zwei sogar. Oh. Jawohl. Zwei, drei. Zack, zack, zack. Joa. Na, Wölfchen. Alter. Zack. Das war schön. Da muss er... Sicher, da haut sich gleich mal einen großen Heiltrank rein, ne? Den hättest du mir geben können. Ich bin da die arme Sau, ne, du. Ja. Stopp. Entschuldigung. So wollte ich eigentlich machen. Haben wir denn noch irgendwas zum Essen da? Brathering. Der heilt nicht viel, aber der gehört auch weggefuttert. Sonst hätte man nur noch Wasser und das ist eigentlich nicht so... Ja. Einmal einen Topf hätten wir noch übrig. Na, Mistviech. Ja. Jo. Da haut er drauf, da haut er drauf. Vollgas. Jawohl. Batsch. Ja. So muss das ausschauen. So muss das ausschauen. Und das sauft schon wieder. Wenn du eigentlich zu Romanov dazugehörst, warum, bitteschön? Ja, warum? Trinkst du dann keinen Grog? Da müsste doch seinen Spezialgrog haben dann, der auch Leben heilen kann. Also Gesundheit und so. Ja. Mhm. Die Viecher da unten. Ich speichere das jetzt mal. Da ist uns sicher dienlich. Mit diesen Grillen da. Zu zweit geht das sicher besser. Wow. Au. Hoffentlich verreckt er mir da nicht. Okay, die sind ganz schön fies drauf. Alter. Mieses, fieses Insekt. Ja, aua. Ja, super. Au. Ja. Ja. Diese Panzer, okay, die sind sogar vier, zu zweit sind die noch schwer zu besiegen. Puh, das taugt mir jetzt aber gar nicht. Ich dachte echt, dass man die jetzt leichter angreifen kann. Kannst die voll vergessen. Wahrscheinlich stirbt jetzt mein Begleiter hier. Ich dachte, das geht leichter. Nix da. Dachte ich echt, das geht besser. Au. Ungeziefer, du Dreckigs. Wahrscheinlich geben die auch gleich mal 240 Punkte oder so, ne? Ja, da haut er drauf. Okay, das hat sich nichts ge... Ja, freilich nippelt ab. Okay.
Ich wollte es nur mal probieren. Der hat aber viel Leben, der Kerl. Die lassen wir aus. Die sind für später. Ja, die sind für später. Scheiße. Die lassen wir aus. Da bin ich zu schwach noch und ja. Mit einer besseren Waffe wird es sicher leichter gehen. Hätte ich vielleicht eine zufällig? Falsch. Hier. Hätte ich eine? Soll ich echt mit dem Zweihänder probieren? Wegen die 5 Schaden mehr? Ist eh wurscht, wir haben eh gespeichert. Ich bin ja da mal gesund, merke ich gerade. So, ich trinke gleich mal so einen kleinen Trank. War jetzt wahrscheinlich eher Verschwendung. Au! Ja. Naja. So berauschend ist das jetzt auch wieder nicht. Ja. Naja. Das ist jetzt wirklich viel, nur berauschend halt nicht. Au! Saufig! Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nichts. Alter! Mistviech! Wohl mehr Damage gibt's gerade ein bisschen. Ja. Wenigstens eine mal hin wäre, ne? Er lässt sich halt auch extrem viel und oft treffen, der Depp. Ja. Au! Ja, da rede ich. Da muss ich gerade reden, ne? Da muss ich gerade meinen Mund aufmachen. Au! Ja, der hat gesessen. Ja. Alter. Ja. Ja, würdest du jetzt mal abnippeln, du scheiß Insekt? Au. Es ist halt echt unglaublich. Ja. Diese blöden Viecher. Lass mal hin, Gott sei Dank. So, zu zweit draufhauen. Au. Nippel ab. Ja, Gott sei Dank. Und geben nur 140 Punkte, ne? Blöde Scheißviecher. Entschuldigung, aber es ist wirklich wahr. So, gib mir her den Pilz. So, und da ist dafür eine Kiste. Was ist denn da drin? Wahrscheinlich nur kleiner Heiltrank und sowas. Ja, tatsächlich. Kleiner Heiltrank, aber ein Geschicklichkeitsring und ein paar Pfeile. Großartig. Nehmen wir aber gerne mit. Boah, das war jetzt echt ein hartes Stück. Ein hartes Stück Arbeit. Was wir auch gleich speichern werden. Das hätte ich jetzt nicht mehr gedacht, dass wir das überstehen. So, auch eine Beere nehmen wir mit. Ui. Und hier haben wir noch ein Heilkraut. Da ist auch noch ein Heilkraut. Da unten geht dann die Post ein bisschen ab. Zuerst noch die Truhe hier. Wir haben drinnen Obsidian, sehr hartes Metall, Mana-Pflanze und ein paar Goldmünzen. Münzen. Goldmünzen. Da unten, glaube ich, da lebt das Untot. Sollte ich vielleicht auch mal was trinken? Da unten lebt das Untot. Das ärgert mich gerade, dass ich noch nicht Erz schürfen kann. Aber das lernt man, glaube ich, wirklich erst recht spät. Das namenlose Pirat. So enden wir alle mal. Da kann man was ausbuddeln. Das machen wir auch gleich. Ja, mach mal. Ich trinke da mal was. Auf euer Wohl. Ja, ja, Herr Archäologe. Oh, ruck. Sauber. Haben wir schon eine Schatztruhe. Und zwar Brief von Captain Stahlbart.
altes und halb vermodertes Schriftstück. Super. Und 400 Goldmünzen. Boah, Schwicki. Wie ich sehe, hast du gefunden, wonach du gesucht hast. Sehr gut. Dann sind wir unserem Schatz einen Riesenschritt näher gekommen. Was heißt hier unserem Schatz? Für mich ist noch nicht klar, wer sich den Schatz am Ende teilen wird, Freundchen. Ja, ja, du wirst schon die richtige Entscheidung treffen, glaub mir. Wie auch immer, mein Job hier ist ja wohl erledigt. Ich gehe da mal. Wir sehen uns. Na, bleib da. Bitte bleib da. Jetzt müssten wir uns eigentlich hier durchkämpfen. Ich glaube, weiter unten gibt es noch mal sowas. Wie ein Schatz. Das war jetzt echt super, ne? Ich glaube, hier drin gibt es Untot. Ja. Komm her, Untot. Komm her, Untot. Batsch. Zack, zack, rack. Naja, um Gottes Willen. Ja. Ja. Zack, zack, zack. Ja, ja. Irgendwie erinnert mich gerade das Ganze an Conan der Barbar. Ja. Kampfstil und so. Zack. Ja. Der hat schön gesessen, der Schlag. Batsch. Aha. Ja. Da pariert er doch glatt. Aha. Ui. Jawohl, jetzt haben wir mal pariert, du Sau. Von Viech. Ja, ne? Batsch. Jawohl, zack. Hin ist das Skelett. Oh, das gibt nur ein Hunderter an Erfahrungspunkten, okay. Naja, besser das als nix. Ich würde sagen, mal was essen. Der Fisch gibt nicht viel her, den werden wir gleich komplett verputzen. Bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob wir da runter müssen. Mir kommt schon vor. Mir kommt schon vor, dass wir da ganz runter müssen. Bis dahin. Also das kann ich so nicht zeigen, aber ungefähr so die Richtung bis da runter. Da ist nämlich nochmal so ein Turm. Könnte aber auch sein, dass wir es nicht müssen. Runter müssen wir so und so mal. Da kommen wir nicht drum rum. Da kommen wir gar nicht drum rum. So. Gut, dann wäre gut mal speichern. Hier gibt es nämlich wieder haufenweise Skelettis. Da unten ist ein großer und da ist noch ein kleiner mehr. Zack. Ja. Batsch. Ja. Zack. Ja. Zack. Ja. Boah, das war schön. Das war schön gespielt. Muss man echt sagen. Ich mag den Zweihänder. Vor allem kann er ihn schon mit einer Hand führen. Hallo, du Depp. Wo gehst denn du hin? Aha. Ja. Zack. Ja. Zack. Ja. Da ist noch eins, da ist noch eins. Oh, oh, oh. Zwei Skelette sind nicht gut. Nichts gut. Oh. Au. Mistfink. Ja, ja, ist klar, dass du mich jetzt haust, ne? Ist logisch. Du Kackskelett. Ja. Ja. Ja, so klar, dass der mich jetzt haut. Na komm, trau dich, Mistkind. Blödes Gerippe. Ja. Wie der mich hauen will, der andere, ne? Arschkopf. Na komm nur her. Ja, den haben wir schön erwischt. Ja. Wer von euch beiden? Ja, sicher. Wa. Ich wollte doch nur einen Heiltrank trinken. Ach komm.
Aschkopf. Dann halt nochmal. Pfui. Pfui, 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 pfui. So, bist nochmal du dran. Merksatz an mich selbst. Oh. Au! Ja! Nicht das nicht, aber nach jedem Skelett einmal speichern, bitte. So. Jetzt kommt der zweite auch schon. Jetzt schon, nämlich. Ich wollte jetzt aber nicht bullen, du Detektiv. Au, ja. Hupfengatsch. So sollte es jetzt aber nicht sein. Ich habe doch vorher können den einen alleine. Wieso macht er jetzt den anderen da mit? Also, warum geht er mit? Das sollte eigentlich nicht passieren. Wahrscheinlich bin ich zu knapp gelaufen. Wo ist der jetzt hin? Hä? Jetzt ist der weg. Das soll sich meiner auskennen. Hallo, komm her. Nur du allein. Jetzt ist er doch da. Hallo? Der ist jetzt woanders gestanden. Ganz woanders. Jetzt habe ich gedacht, ich hätte es geschafft schon. Na, das ist jetzt wieder für Arsch. Mann, ist das kacke. Das ist echt beschissen. Ja, das kann ich nochmal laden. Das kann jetzt echt nicht sein. Jetzt ist das Viech woanders gestanden. Wie viel Pech kann man haben? Ja. Es ist unfassbar. Na, das ist jetzt echt ungut. Ja, jetzt bleibe ich an der Wand hängen, ist ganz klar. So. Ja. Ja. Du bist ein Scheiß-Skelett, echt. Jawohl, das wollte ich erreichen. Ja. Das ist sehr schön gemacht. Nimmst du? Okay. Ja. Zack. Ja. Ja. Quatsch, jetzt bist du hin. So, jetzt nehmen wir dir alles weg wieder. Einmal den Trank trinken, Bröstelchen. Und halt nochmal speichern. Und fortsetzen. Komm jetzt. Ah, da kommt er schon. Alle beide wieder. Das ist echt scheißlich. Oh. Ja, ja, ist klar. Ja. Du bist ja ein Meisterstabkämpfer, ne? Wie soll es auch anders sein? Ja, ja. Zweimal angreifen ist immer schön. Ja. Freut mich ja für dich. Ja. Ja. Wie geht das jetzt? Geht das? Es macht. Das ist echt. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. So kommen da jetzt alle beide. Ich meine, ja gut, die sind vorher auch zu zweit gekommen, ne? Ja, gekommen. Ja, ja. Ist schon gut. Hm. Ja. Ja. Ja, schön getroffen. Mhm. Komm daher. Ja. Das geht gut. Schön. Komm her, du grausliches. Ach, sicher. Mhm. Ja, ja. Jawohl. Der ist erledigt. Sehr schön. Puh, nicht schlecht. So, da ist eine Fliege, die ärgert mich schon wieder. Dann wachle ich hier ein bisschen rum. Je, speichern wieder. Die sind echt schwer. Ich muss da mal vorbei. Ich habe nur vergessen, wann. Beim ersten Mal bin ich auch hier durch. Hallo. Da hinten ist nochmal auch noch eins. Und ich glaube, da unten ist auch noch welches. Komm daher. Jawohl. Okay. Boah, das war jetzt riskant. Ja. Alter. Geh ein, du Scheißskelett. Ja. Da kommt noch eins, ich seh's. Ich seh ihn. Das ist wieder so ein Trottel. So ein Stärkerer. Das ist nicht gut. Wo kommen die alle her, diese Bastardviecher?
Kann ich nicht wahr sein. Ja. Au. Okay, das ist echt ungut. Komm her. Ja. Ja. Der eine wird jetzt ja bald hoffentlich abnippeln. Kann ja nicht sein. Passt. Der hat ordentlich aufs Maul gekriegt. Ach Gottchen. Ja? Ja! Batsch. Ja, das hat nicht viel gebracht, ne? Ja! Batsch. Ja, jetzt haben wir ihn mal erwischt. Boah, du gehst mir auch auf den Keks, du dämliches Miniskelett, du. Ja! Ja! Ja. Toll, echt. Bist jetzt bald einmal hin, sag einmal. Robustes Skelett. Guter ja. Knochenbau. Boah, das war knapp. Boah, den hat's weggeschnepft. Der fliegt mal 10 Kilometer weg, das ist auch nicht schlecht. Ah, Hilfe. Oh, alter Schwede. So, nochmal einen kleinen Heiltrank verbraten. Sehr gut. Nochmal speichern. Übel, echt. Das Skelett ist jetzt mal 10 Kilometer weggeflogen. Wo ist es denn hin? Wirklich, war echt... Hallo? Skelett? Da vorne ist nochmal eins. Da unten müssten auch noch welche sein. Hier ist es hergeflogen. Na, alles nehmen bitte. Hat es ihn gehauen? Ja. Da unten müssten auch noch welche sein. Ach, herrje. Fortsetzen. Ich gehe gleich mal vorsichtig rein da. Ja, das scheint. Siehst du? Ja, au. Au! Du Scheißviech. Jawohl. Ja. Da geht drauf. Ich habe ich gesperrt, ich hoffe doch. Ja. Bam. Jawohl. Super. Die sind halt echt stark, diese blöden Viecher. Ja, ja. Ach, hey. Ja. Ja, klar. Nicht vorsichtig genug. Diese Fliege. Alter, Fliegen sind so lästig um diese Jahreszeit. Boah. Ja, dann halt nochmal. Echt unfassbar. Ja. Blödes Gerippe. Oh. Ich darf echt nicht. Ja. Ich darf nicht mehr als dreimal maximal. Da muss ich aufhören. Ich darf da auf keinen Fall übertreiben. Ja. Das ist dann mein Tod. Hey. Ja. Der Grafikbug, sehr schön. Das kann man während dem Kampf ganz bestimmt brauchen. Jawohl, schön getroffen. Ja. Wow. Ja. So, ja. Einmal noch mit ein bisschen ja. Glück. Klappt das? Ja. Sauber. Hui. Ich gehe mal schlafen. Das haben wir uns verdient. Bis zum nächsten Morgen. Sehr schön. Waffe zücken und einmal speichern. Ja. Dann werden wir die Fackel nehmen. Die brauche ich leider. Hier unten wird nämlich sicher gleich wieder gekämpft werden.
Ja. Das gleich gegen zwei Biester. Ja, freilich. Zwei Biester ist gut gesagt, da kommen gleich alle. Alter, du Drecksau. Na, das ist echt noch nicht. Also, das sollte ich. Das sollte ich noch nicht machen. Glaube ich. Ich treffe immer irgendwie den Hinteren, das ist auch nicht schlecht. Du Sau. Alter. Ich glaube, ich mache da echt was zu früh. Ich glaube, da mache ich wirklich was zu früh. Ich sollte vielleicht zu Patty zurückgehen. Ich glaube, da mache ich echt was zu früh. Die Schätze waren, glaube ich, allesamt woanders. Zum Beispiel auch bei der Hafenstadt und so. Hier war das definitiv noch nicht. Das gibt es ja, dass das so schwer war. Ich glaube, es gibt ja noch dann später noch was zum Sammeln, Schrägstrich suchen. Da müssen wir weiter diesen Weg darunter. Ich glaube nicht, dass die goldenen Dingens da waren. Aber da oben müsste, glaube ich, ein Skelett sein. Oder ist das auch erst später? Ah, ist auch später, okay. 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 Na nun, warum sind jetzt die Pflanzen wieder da? Die hätte ich doch eingesammelt, oder nicht? Wahrscheinlich wieder Vollgas übersehen. Nichts leichter wie das. Dann lasse ich das Ganze einfach mal vorerst gut sein. Und sammle hier noch schnell die Pflänzchen ein. Das ist, glaube ich, nur ein Katzensprung bis zu Patty. Das ist jetzt echt nicht weit. Das könnten wir eigentlich dabei zu Fuß gehen. Allein schon wegen den ganzen Kräutern hier. Kräutern. Die Kräuter. Ist da auch noch was? Nö, oder? Nein. Wegen den Kräutern. Kräuter. Kräuter, 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 Kräuter. Hör auf, das nervt. So. Da oben, schau mal, da kann man auch hoch. Ist das normal? Ist das gut? Wahrscheinlich mein Tod. Ruck. Nochmal. Ach so, das ist nur sowas. Na gut. Jetzt stehst du wieder da, oder was? Alles klar bei dir? Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Gehen wir auf jeden Fall mal bei Patty Bericht erstatten. Und dann werden wir uns weiter umschauen. Ich glaube nicht, dass man schon darunter musste. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass man es nicht, dass wir nicht darunter mussten, wirklich wahr. Hallo Patty. Servus. Romanows Leute sind uns auf den Fersen, ja. Romanows Leute sind uns auf den Fersen. Ich weiß. Seit ich die Stadt verlassen habe, folgen sie uns. Ich könnte schwören, sogar Romanow selbst vorhin kurz gesehen zu haben. Super. Als er bemerkte, dass ich ihn sehen kann, war er wieder im Dickicht verschwunden. Mhm. Ich sag dir. Die Mistkerle führen irgendetwas im Schilde. Ja. Sei bloß vorsichtig, hörst du? Ich mache mir eher mehr Sorgen um dich, meine Gute. Wegen der namenlosen Gräber. Wegen der namenlosen Gräber. Du hast recht. Die Gräber enthalten tatsächlich Hinweise. Na, wusste ich's doch. Tja, ich kenne meinen Vater. Was hast du gefunden? In diesem Hinweis hier schreibt dein Vater von Korgan. In diesem Hinweis hier schreibt dein Vater von Korgan. Er hat offensichtlich mit Stahlbart zusammengearbeitet. Der Name kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor. Kann sein, dass ich ihm sogar schon einmal begegnet bin. Gute Arbeit. Weiter so. Danke. Das war's? Das war's. So enden wir alle mal. Ja. So enden wir alle mal. Na schön. Sie hätten mir wenigstens einen Teleporterstein hierher geben können, echt? Das wäre das Mindeste gewesen. Aber, apropos, wir werden uns trotzdem mal, ich würde sagen, ja, zum Hafen mal hinporten und wieder hinten rausmarschieren. Dort gibt es nämlich auch so ein namenloses Grab. Wir wissen, das konnten wir damals nicht ausbuddeln. Das heißt,
Wir porten uns dahin. Zur Hafenstadt. Ja. So, wo sind wir da? Aha. Ah, hier. Okay. Perfekt. Gleich neben einer Beere gespawnt. Schön. Ja, ja, da können ja auch der Guten hier gleich mal was von ihren Söhnchen ausrichten lassen. Wegen deiner Söhne. Ich habe William gesprochen, ja. Ich habe mit William gesprochen. William, der gute Junge. Wie geht es ihm? Er ist in der Vulkanfestung und trainiert. Keine Sorge, er kann auf sich aufpassen. Ich habe deinen Jüngsten, Marvin, gesehen. Mhm. Wirklich? Ja, er hockt in einer verlassenen Jagdhütte nördlich der Stadt. Oh, das ist beruhigend. Danke für diese gute Nachricht. Mhm. Hoffentlich passt er auf die wilden Tiere auf. Der Wald ist sehr gefährlich. Hoffen wir's. Nun hast du von all deinen Söhnen erfahren. Ja, ohne deine Hilfe wäre das nicht gegangen. Ich danke dir. Du bist ein guter Mensch. Ich wünsche dir alles Gute auf deinen Wegen, die du beschreiten wirst. Oh, danke schön. Und nochmal 150 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Wie gesagt, da oben wäre halt der eine Kerl gewesen, oder ist eben noch immer dort eigentlich, der dritte Bruder dieser Schatzsuchertypen. Ja. Wo kriege ich eine Kartoffel her? Ich möchte echt gern, liebend gern, kochen. Aber ohne Kartoffel geht das nicht. Ich meine, normalerweise kriegt man sie vom Markt und so. Oder von dem Landwirten, von den Bauern, wird man sicher kriegen. Da nochmal raufhirschen. Ah. Oder? Nein, später. Passt schon. Machen wir später. So. So. Oder? Ja, nein, vielleicht. Wie viel Kohle hätten wir? Also wie viel Geld hätten wir die dann? Oh, wir hätten genug Geld. Weißt du was? Das machen wir schnell. Ich schau mal nach, ob die Kartoffeln haben. Wenn es ein Landwirt nicht mehr hat, wenn es ein Bauer keine Kartoffeln mehr hat, dann ist aus. Dann werden wir allesamt verhungern. Jawohl. Wenn Mais und Kartoffeln aus sind, dann ist soweit. Dann kreisen die Geier über unsere Schädel. Ach ja, mit dir, Kerl, könnte ich auch noch quatschen. Willkommen bei der Bande, Kleiner. Jetzt wird hier endlich aufgeräumt. Weiter so. Ja, das war's. Schön. Mehr nicht. Mehr hat uns nichts zu sagen. Bei dir alles gut? Wahrscheinlich. Da war doch so ein Typ. Du warst es, glaube ich, oder? Mit dir konnte man handeln, oder? Ja. Lass mal deine Waren sehen. Bitte, hast du Kartoffeln? Er hat Kartoffeln. Ja, wir können einen Topf kochen. Das ist großartig. Dafür kriegst du zwei rostige Zweihänder, einen Speer. Eigentlich kannst du den gesamten Speer haben. Auch die Holzfällerkacke da. Du kannst das hier haben. Was war das jetzt eigentlich? Schädelspalter. Passt so. Entermesser, Jagdmesser, das kannst du haben. Jo. Okidoki. Juhu. Ups, Entschuldigung. Tschüss. Wir können einen Topf kochen. Ja, ja, bia, bidu. Super. Sehen wir dann gleich beim nächsten Kessel, werden wir uns da gleich bemühen. Vielleicht kann ich schon da oben. Vielleicht dürfen wir schon seinen Kessel benutzen. Vielleicht geht's ja wirklich. Na, geht nicht. Ist logisch, dass das nicht geht. Naja, müssen wir uns halt über einen anderen Kessel hermachen. Irgendwo gibt's sicher wieder einen. Spätestens im Banditenlager. Ja. Fein. Dann verschwinden wir wieder aus unserem Städtchen hier durchs Hintertürl, damit wir den nächsten Schatz bergen können.
Ich lasse das jetzt mit Absicht so finster und dunkel, weil... Fackel sparen. Wir haben zwar das 7 Stück, aber trotzdem noch ein paar Fackeln sparen. Ist nicht verkehrt. Bam, bam, bam. Tada, und schon sind wir draußen. Super. Jetzt noch ein kleines Stückchen hatschen und dann haben wir schon den nächsten Schatz geborgen. Vielleicht entdecken wir auch wieder einen Piraten ganz in der Nähe, rein zufällig. Kann ja durchaus sein. Das müsste jetzt normal da hinten sein. Ist hier vielleicht ein Viech gespawnt? Nein. Warte, das haben wir schon? Ach ja, ausgebuddelt haben wir schon. Richtig, buddeln konnte man aber aufmachen, nicht sowas. Wir haben hier Brief von Captain Stahlbart. Altes, aber halb vermodertes Schriftstück. Eine Halskette und 200 Goldstücke. Super. 2 von 5 Schätzen haben wir schon. Super. Haha, ja. Sehr schön. War nicht hier... Da vorne haben wir schon ausgebuddelt. Ja. Da waren wir schon brav. Gut. Ich würde dann sagen, wohin als nächstes? Keine Ahnung, wohin als nächstes. Es sollte auf der Karte verzeichnet sein, wo das nächste Ziel wäre. Ich glaube, es war eins hier. Wenn jetzt sogar hier auf der Insel. Und dann bin ich schon wieder fertig mit meinem Latein. Ja. Ob nicht da irgendwo noch was war? Also auf jeden Fall dorthin müssen wir sicher. Und wir müssen zu dem einen Druiden noch hin. Wo war dieser Druide? Ich glaube, der war hier, auch hier irgendwo hat er, glaube ich, gewohnt. Da komme ich sowieso hin. Früher oder später kommen wir da sowieso hin. Wahrscheinlich eher früher als wie später. Dann hatschen wir dort drauf. Es ist echt blöd, dass es nicht verzeichnet eben ist. Wie es uns versprochen wurde. Leider. Schade, schade. Wie spät haben wir es denn schon? 1 ist schon. Oha. Es ist schon 1. Das heißt, sobald, ein paar Minütchen noch. Das heißt, eine gute halbe Stunde noch, dann habt ihr es auch schon überstanden. Ja, dann könnt ihr auch Feierabend machen. Ich mache dann auch Feierabend. Ja. So, ja. Was steht hier? Hafenstadt, ja, das stimmt schon. Ach ja. Ui, eine Wildsau. Hallo, du Wildsau. Au, ja. Du mieses Stück Schwein. Ist ja ein mieses Stück Schwein. Das hat uns wehgetan. Da ist noch eine. Mitten auf der Straße? Hallo, was tust du denn da? Ja. Wahrscheinlich hat es nach Pilzen gesucht. So, und jetzt müssen wir eigentlich da lang. Irgendwie. Ausruhen müssen wir uns noch nicht. Wir sind noch nicht so schwer verletzt. Was? Das ist jetzt echt scheiße, dass es nicht eingezeichnet ist. Voll der Bug. Weil ich keine brauchbare Karte hatte. Zur Not muss ich das halt nachgoogeln, falls es mir nicht mehr einfallen sollte. Und ich befürchte sehr stark, dass es mir nicht mehr einfällt. Leider. Wo geht's hier lang? Ostküste. Mhm. Da oben, was lebt da? Aha, da sind Viecher, überall sind Viecher. Da oben und dort drüben und hier sowieso. Ja, ja.
Geht schon wieder. Da kommt wieder ein ganzes Rudel. Da wahrscheinlich alle schwarze Wölfe. Ja, ja, da kommt schon mal der erste, ha? Huh? Ah, du bist ein normaler. Alter! Ach so, ja, die hält, da hilft nichts, wenn ich mich so, wenn ich so blocke. Au, 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 au. Ja, ja, da habe ich wieder Scheiße gebaut. Da muss ich mich erst umrüsten. Keine Ahnung, ob das so geht. Da geht's ohne Schild gar nicht. Und jetzt habe ich halt keine Waffe mehr, weil ich die alle verkauft habe. Oh Gott. Da sind die alles voll mit diesen Viechern. Ja. Aha, Goblins sind hier auch. Goblins sage ich, Gnome halt. Ja, das ist wieder super gelaufen. Stimmt, gegen diese Viecher hilft das nichts, wenn ich blocke. Ja. Au. Und da diese Schweindeln, diese Viecher da sich nicht mehr... Au. Würdest du deine Waffe wenigstens ziehen? Ja. Ja. Das ist echt unfair, dass das jetzt ein ganzes Rudel ist hier. Ja. Ja. Au. Hä? Ja. 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 Au. Ja. Zack, zack. Au. Ja, ist schon gut, um Gottes Willen. Sauf was. Sauf noch mehr. So. Au. Ich kann mich echt nicht blocken, das geht nicht. So ein Dreck, jetzt habe ich echt einen Blödsinn gemacht. Das war nicht schlau von mir. Ja. Sind hinter mir etwa die Gnome? Ja. Was, der ja. Wolf ist erledigt. Laufen, saufen. So. Au. Ja. Mann, diese Wölfe. Alter, wie viele Wölfe habe ich denn bitte gebullt? Diese Gnome sind lästig. Es sind ja noch 20.000 schwarze Wölfe. Au. Jetzt verreißt mir wieder die Kamera. Natürlich. Oh. Aua. Ja. Ein Häuptling nehme ich auch noch, ne? Ja, ja, ist schon gut. Ja. Merk's jetzt an mich selbst. Zwei Händler, nichts gut. Au. Ja. Den letzten Trank nehmen. Ja, so ist gut. Ja, du brauchst bei einem Wolf nicht blocken. Du sollst ihn umbringen. Nicht blocken. Au. Ja, 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 war klar. Das muss es sein. Wo war ich stehen geblieben? In der Stadt, ne? Ist logisch. Ha, habe ich da nicht gespeichert wieder mal. Super, 30 Kilometer umsonst gehatscht. Aber, vielleicht habe ich Glück und ich habe die Sache noch nicht ganz verkauft. Wohl doch, bei den Bauern schon, ne? Das wäre jetzt echt wieder doof. Habe ich wahrscheinlich, ja, habe ich. Ach, wie scheißlich. Okay, zwei Händler, no go. Jetzt muss ich mir das teuer zurückkaufen. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Lass mal deine Waren sehen. So viel doof. Wo bist denn jetzt, du Kack? Was ist jetzt das hier? Schädelspalter war's. So. Ist mir wurscht. Ja, für Fehler muss man zahlen. So einfach ist das. Und Kartoffeln habe ich auch nicht gekauft. Hatte ich die nicht schon? Warte mal, hat er die sofort wieder im Angebot? Wo sind denn das? Wo ist denn das? Tatsächlich, der hat sofort wieder 12 im Angebot. Eier werden gar nicht mal so teuer. Das hilft mir jetzt aber nichts, warte. Ich bräuchte einen Kessel zum Kochen. Gut, der Zweihänder kommt gleich weg. Na, falsche Taste, so. Und so. Passt. Wird nur auf Einhandwaffen gearbeitet. Also, momentan mal... ja. Kann ich mir selber nur gratulieren. Verstehst, sonst wird immer schnell gespeichert, ne? Immer. Irgendwo kannst mal schnell speichern, nur wenn es so ist wieder. Na, nö. Nein, da gibt es kein Schnellspeichern. Quasi fick dich ins Knie. Ja, habe ich gerade. Aufs Übelste. Das ist echt schlimm. Das ist jetzt echt gemein. Richtig gemein.
Richtig fies. Fies und gemein. Ja, jetzt bleibt er bei der Tür hängen. Hallo, du sollst da rausgehen, du Depp. Ach, wie Schande. Ach, so eine Schande. Wirklich, wirklich eine Schande. Übel ist das. Kann ich da hochklettern wenigstens? Ja, danke. Drecksschatz, elendiger. Gib hier alles. Es tifft mich gerade so an, dass die Karte, dass auf der Karte nicht eingezeichnet ist, wo was ist. Das ist echt. Bäh. Wirklich. Beim letzten Mal spielen war alles schön eingezeichnet. Angezeichnet, genau. Eingezeichnet. Da hatte ich überhaupt keine Probleme, aber jetzt ist gar nichts. Mir kam vor, das war so mit Kreuze oder so markiert. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Aber jetzt ist die Karte leer. Naja, kann man von der Patty auch nicht verlangen, dass sie das macht, ne? Wieso sollte sie auch? Müssen wir halt schnuppern, wo der Schatz sein könnte. Na, so ein Pech. Ach, hey. Renne ich in zwei Wolfsgruppen rein, oder war das sogar nur eine? Na, waren schon sicher zwei. Und einmal noch die Gnome auch noch. So ein Pech. Und dann musst du jetzt wieder 12 Kilometer hatschen. Ja. Mal schauen, ob sie noch in diesem Teil hier, also in diesem Twitch-Teil noch ausgeht, dass sie wieder dorthin kommen. Na, so schlimm ist auch nicht, aber sicher 5 Minuten habe ich jetzt wieder locker verbraucht für nix und wieder nix. Das ist echt übel. Das war's mit dir, Schwein. Au! Ja, ja, so viel dazu. Passt, erledigt. Da war, glaube ich, eine Heilpflanze. Also, Kraut. Wie gemein. Da ist noch ein Rind, also Rindschwein, genau. Ein Rindschwein ist das, genau. Ein Rindschwein. Ein Wildschwein, wollte ich sagen. Kommt Rindschwein raus. Echt, glaube ich. Rindschwein. Ja, sehr schön. Boah, das ist gerade so gemein. Was? Irgendwie habe ich gerade Schritte gehört. Ich werde schon, ich fantasiere. Ich bilde mir schon Sachen ein. Kann schon mal leicht passieren. Wo geht's hier eigentlich hin? Ebenfalls die Ostküste. Hm. Und da? Hafenstadt, Ostküste, okay. Und hier ist ein Wildschweinchen. Jetzt habe ich ihn beim Baden gestört. Kein Wunder, dass er sauer ist. Das tut man nicht. Aber jetzt muss er nicht mehr sauer sein. Stachelratten. Oh la la. Gleich, ich glaube, 2 Stück. Passt, erledigt. Nehmen wir natürlich alles mit. Ach hey, da gibt es auch wieder Wölfe, okay. Da drüben sind Keiler. Alter Schwede, da ist alles voll mit Viecher. Wieder mal speichern, weil ich bin ja schon wieder weiter gehatscht. Oder länger gehatscht, sagen wir so. Sagen wir so. Hallo, Wildschwein. 3 sogar. Hui. Langsam. Sachte. Ja. Halt. Wie die Sau blockt, ne? Passt. Quatsch. Au. Au. Jetzt aber. Ruhe ist. So, her mit eurem Fleisch. Ich bräuchte immer noch so einen Kessel, wo ich uns ein paar Köstlichkeiten zubereiten kann, könnte. Für unseren Charakter hier eben. Sind da nicht schwarze Wölfe? Ja, freilich sind da schwarze Wölfe. Der große, böse, schwarze Wolf.
Schenkt wieder ein ganzes Rudel davon. Na, ist aber nur einer, glaube ich. Oh doch, natürlich ist es ein Rudel. Ja. Aber normale Wolf. Au. Ja, ja. Geht schon rum. So. Ein Schwarzer ist dabei, wie ich gerade sehe. Ja. Ja. Au. Kommt der eine Kackwolf zu mal sterben. Sehr gut. Wupp, 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 wupp. Level up. Jawohl. Ich kann gerade keinen Daumen hoch machen. Das geht sich mir gerade irgendwie schlecht aus. Ja. Ka. Cha. Kapacha. So, der Schwarze müsste auch mal weg. Der Wolf ist weg. Das ist schön. Okay. Ja. Ja. Boah. Au. Au. Du musst weg. Jawohl, der ist weg. Das war knapp. Ja. Sind das nicht zwei Schwarze? Na, schaut nur so aus. Quatsch. Ja, ja. 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 Boah. Ja. Stirb. Ja, sehr gut. Quatsch. Quatsch. Und du noch. So, ja. Sehr schön. Ein ganzes Wolfsrudel ausgelöscht. Sehr schön. Das ist jetzt nicht so gemeint mit wirklich schön, ne? Also, in Wirklichkeit mag ich Wölfe wirklich gerne. Bei uns in Öseland gibt es so einen Tierpark, der nennt sich Tierpark Herberstein. Vielleicht habt ihr davon schon was gehört. Da gibt es so ein wunderschönes Wolfsgehege. Boah, ich war schon ewig nicht mehr dort. Aber dort stehe ich am liebsten. Echt, wirklich so in einer... Damals war es noch in so einer Höhle, sag ich mal, so eine künstliche. Und da konnte man ins Gehege reinschauen. Das war so verglast mit Fenstern, ganz unscheinbar. Und da konnte man die Wölfe beobachten. Und da wäre ich am liebsten Tag und Nacht dort gestanden. Aber irgendwann haben meine Eltern gemeint, wir müssen nach Hause fahren. Warum, weiß ich nicht. Nur weil am nächsten Tag Schule war. Ich meine, pff, bitte. Es ist doch viel interessanter, Wölfe zu beobachten, als in die Schule zu gehen. Nein. Natürlich ist das Pflicht, Schule gehen und so, ne? Aber, naja, trotzdem, ich, wie gesagt, ich wäre am liebsten dort stehen geblieben. Das ist so mein Konzertier, die ich wirklich gern beobachte. Hui, na, ja sicher, schleich dich nur nach hinten, du Mistviech. So nicht, das kannst du schon mal sauber abschminken, du schwarzer Maunkel. Wo bist denn das, wo ist der zweite? Au! Ja, sicher. Ich muss mal was saufen. Hui, 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 hui. Batsch. Stirb endlich. Au. Was? Na, jetzt ist er hier. Wo ist er? Au. Blöde Kackviecher, echt. Ja. So. Au. Viermal hat er geschlagen. Das glaube ich. Blödes Kackviech. So, wie schaut es zeitlich aus? Okay, da haben wir noch ein bisschen. Alter Schwede. Na, speichern unbedingt. So, ja. Ich weiß, ich sollte mich heilen. Dringendlich sogar. Ich traue mich da nicht drauf. Irgendwo gibt es so ganz besonders fiese Monster. Ich glaube, das ist eh schon da oben. Die sind auch für später. Für später. Oder sie spawnen später. Das könnte auch sein, dass ich das schon holen darf, was hier eh ist. Na. Da lebt dieses gorillaartige, komische Viechlein. Ich muss hier sowieso später mal her. Oder auch gleich. Können wir es besiegen? Ich weiß gerade nicht, echt. Ja, sicher kann man es besiegen. Mhm. Ja, ja. Sicher, das besiegen wir super. Na, viel später. Ich wollte es nochmal testen. Sicherheitshalber. Für den Fall, dass ich da was übersehe oder so. Nein, nein, ist viel später. Wir kriegen ja noch die eine oder andere Rüstung. Viel später. Gut, wir machen Kehrtmarsch.
Ich will zu der Jägerhütte kurz mal zurück, eine Runde schlafen, um unsere Ressourcen zu sparen. Ja. Und dann werden wir uns weiter Richtung Ostküste bemühen. Ich glaube... Oh, da ist noch ein Wolf zum Ausluten. Ich glaube, der Druide dürfte da auch nicht weit weg sein. Zumindest liegt er auf dem Weg. Dorthin ist irgendwie, ja... Ist ein bisschen schwierig zu finden, der Kerl. Aber es sollte trotzdem machbar sein. Aha, da sind noch Ungeziefer. Boah, da hätten wir... Da müssen wir klatschen. Wahnsinn. Die müssen wir noch alle vorher wegmachen, bevor wir uns Richtung Druide auf den Weg machen. Also zum Druiden halt hin. Jetzt muss ich nur schnell schauen, wie ich da jetzt am besten zu dem Hütchen hinkomme. Ja, da ist es ja eh schon. Das Jägerhütchen. Zum Schlafen legen. Und einmal uns wieder ja, gesund machen. Ach, jetzt habe ich schon gedacht, der ist weg. Ach, jetzt habe ich gedacht, ihn hat jemand geholt oder so. Na, alles okay. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Unbedingt. So. Na, fein. Und weiter geht es des Weges. Wie gesagt, wir haben jetzt noch einige... Fliegen zu klatschen, also Motten halt und Wölfe natürlich auch. Die werden wir nicht zurücklassen, die brauchen wir alle, die müssen drauf gehen. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Unbedingt. Also, rein ins Gedümmel. Hallo. Ja. Ja. Willst du mich stechen? Das glaube ich nicht, dass du mich stechen wirst. Ja, ja sicher, gleich zu zweit. Noch was? Hast du das gerade gesehen? Diese Mistviecher. Da. Quatsch. Sauviecher. Au. Au. Ja, ja, ist schon gut. Die eine ist schon mal hin. Die zweite ist hin. Die dritte ist auch gleich besiegt. Fünf sind's. Na, sauber. Aua, aua. Dreimal gleich. Du besoffen, du Viech. Au. Komm her. Fast. Alle ausradiert. Super. Ich bin wieder halb hin. Gratuliere. Kann ich mir echt nur gratulieren. Keine zu viele Tränke verpulvern. Muss ich jetzt gerade einen kleinen reinhauen. Sonst muss ich wieder in die Hütte zurück. Und auf jeden Fall speichern. Das haben wir wieder, ja, gut gemacht. Halt, was ist da? Heilkraut. Und da müssten jetzt noch irgendwo Wölfe sein. Ich glaube, darunter. Darunter ist auch ein schwarzer Wolf, wie ich gesehen habe. Also mindestens ein schwarzer Wolf. Ich glaube, das bleibt sogar bei einem schwarzen. Au. Ja, ich habe wieder zu hoch gebunkert. Ja. Ja, ja, ist schon gut. Blödes Viech. Ja. Ja. Passt, hin ist er. Erledigt. Dann noch hier die Keiler. Oh, da ist eine Schatztruhe. Passt, der ist schon weg. Zack, zack, zack. Ja, ja, und zack. Passt, beide besiegt, sehr gut. Geht ja schon recht gut eigentlich. Meistens. So, eine einfache Truhe. Wir haben eine Fackel, einmal Kraut und einen kleinen Mana-Trank. Super. Verbuddelt ist hier zufällig nichts, oder? Nö. Dann ist da drüben noch ein Heilkraut. Das hier. Perfekt. Und dann gehen wir noch hier ein Stückchen runter. Ah, da kommen wir hin. Alles klar. Ja, wenn wir schon mal da sind, machen wir doch zuerst hier weiter. Ich glaube nämlich, dass es hier auch was gibt. Zwecks
Kraftwerks ausbuddeln. Das war wieder super. Jawohl. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, schon gut. Jawohl. Was? Au. Au, ja, ja. Der vierte Schlag geht sich einfach noch nicht aus. So, her mit eurem Zeugs. Perfekt. Ich komme fort da runter und auf die Insel musste ich jedenfalls auch mal. Aber ich fürchte, das muss ich nachgoogeln gehen. Das werde ich so nicht. Da werde ich nicht dahinter kommen, fürchte ich. Das wird so nicht klappen. Ja, ja. Ja! Gott, die ist mit. Ja! Was war denn das jetzt? Eine Leiche ist hier auf jeden Fall. Ein Beutel, ein kleines Beutelchen. Schöpfkelle, Wasser und Goldmünzen. Was war denn das? Also Junge waren das. Jetzt hatte ich schon gedacht, das gibt's ja, dass die One-Shot hin sind. Also One-Shot, genau, One-Hit. Nicht One-Shot. So, so, nein. Ja, so, nein. Abgebrochen. Jetzt, 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 jetzt. Geschafft. Genau. Eine Fackel, ein großer Malertrank und ein paar Pfeile. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Perfekt. So. Tja. Hier denke ich, wird auch nichts verbuddelt sein, oder? Nein, das sind nur Goldmünzen ein paar. Echt nur der Strand. Den Strand noch zu checken. Ich muss das echt nachgoogeln. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir da Notizen machen. Da das leider auf der Karte nicht verzeichnet ist. Leider. Ich komme hier beim Let's Play irgendwie auf die komischsten Bugs. Ah, das schaut aber trotzdem wahr, also wirklich gut aus. Weil, wen haben wir hier? Erikson. Hey, du Spinner! Warst du schon auf der kleinen Insel? Du schon wieder. Warum interessiert dich das? Na, du schon wieder. Du schon wieder? Hast du nicht schon genug aufs Maul gekriegt? Ha! Du wirst dich noch wundern, du Großmaul. Was willst du eigentlich hier? Was willst du eigentlich hier? Wenn es nach mir ginge, würde ich dich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Aber Captain Romanoff will, dass ich darauf achte, dass dir nichts passiert, während du nach Stahlbarts Hinweisen suchst. Und was Romanoff sagt, wird gemacht. Du sollst auf mich aufpassen. Woher wusstest du, dass ich hier vorbeikomme? Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Ja, warum auf die kleine Insel? Warum soll ich auf die kleine Insel gehen? Verstehst du nicht, was? Du Landei, das ist der ideale Platz, um etwas zu verstecken. Wenn schon ein Hund wie du auf die Idee kommt, dort nach einem Versteck zu suchen, dann ist es kein gutes Versteck. Kann schon sein. Ich sage dir, du wirst dort finden, wonach du suchst. Wir werden sehen. Okay, woher wusstest du, dass ich hier vorbeikomme? Woher wusstest du, dass ich hier vorbeikomme? Du machst so einen Radau, wenn du durchs Land ziehst. Da ist es ein leichtes, deiner Spur zu folgen. Hey, was soll denn das heißen? Ich mach keinen Radau. Arschloch, dreckiges. Entschuldigung, aber bitte. Nur weil wir deine Schneise der Verwüstung hinterlassen, gib bitte. Also, wirklich. Woher wusstet ihr eigentlich über Stahlbarts Hinweise Bescheid? Woher wisst ihr eigentlich über Stahlbarts Hinweise Bescheid? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Verarschen kann ich mich selbst. Hau endlich ab, finde die restlichen Hinweise und hör endlich auf zu quatschen, Mann. Kann ich ihm rechts und links eine runterhauen? Der wird's wieder dringend brauchen. Du sollst auf mich aufpassen. Du sollst also auf mich aufpassen. Da fühle ich mich ja gleich schon viel sicherer. Mach hier keine großen Sprüche. Sieh zu, dass du den nächsten Hinweis findest. So viel zum Aufpassen, ne? Na, wirst du die Pflanze looten?
so ein Arschkopf, echt. Au. Ja. Ja, ist ja klar, ne? Du Kackviech. Ja. Ja. Batsch, batsch, batsch. Passt. Hammer und fertig. Da haben wir ein tolles Kraut. Da sind sicher auch ein paar Muscheln wieder versteckt. Da ist zum Beispiel schon eine. Hebe sie doch auf. Die Insel da drüben, die ist mir nicht ganz geheuer. Da lebt wirklich ein grausames Viech drauf. Wirklich wahr. Und dieses Viech ist so grausam, dass es uns, den Helden hier, am liebsten verspeisen tut. Und glaubt mir, das Viech bringt es auch zusammen. Ja, so, fertig mit Schimpfen. Ja. Was, der ist schon mal erledigt. Komm da her. Was krebst du da hinten rum? Ja. So, nochmal. Was, bin ich so. Kackviech. Was ist denn da hinten? Es hat ausgeschaut, als wenn sich da was bewegen wird. Ach so, nur eine Nautilus. Quatsch. Seemannskiste. Nochmal von vorne. Ja. Klar. Ach, ja, okay. Nochmal von vorn. Wer Dietrich ist. Ich Depp. Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich es. Voll verdrückt. Also, Stahlrohling, ein Apfel, ein Fläschchen und recht viele Münzen. 250 fast. So, da haben wir ansonsten nichts mehr, außer eine Muschel. Muschel. Ist das da nicht auch eine Muschel? Na. Hat nur so ausgeschaut. Da ist eine. Da ist eine Muschel. Eine hübsche Muschel. Die gehört jetzt uns. Tralalalala. Na schön, ich will nicht auf die Insel, aber wir müssen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Da ist noch eine schöne Muschel und da haben wir noch eine. Es sind sogar recht viele da von diesen Muscheln. Da vielleicht auch noch Muscheln. Da vorne ist, glaube ich, eine. Ja. Yeah. So. Da ist auch noch eine. Stachelratten. Ja, das ist, jetzt denkt die Zombie, ja, spinnt komplett. Die Viecher sind ja nicht ja, allzu böse, aber ich habe auch nicht die Viecher gemeint. Ich, ja, meine tatsächlich ein anderes Viech. Ja. Das werden wir dann noch sehen. Nach Möglichkeit werde ich mich versuchen, von dem Viech fernzuhalten. Das ist dann für später etwas. Wir dürfen hier nämlich nochmal zurück. Ja. Ich hoffe jetzt, dass ich das Viech nicht klatschen muss. Ach, na, toll. Dietrich, ja, ist abgebrochen. Ja, natürlich. Geschafft. Jetzt haben wir's. Was haben wir da drin? Ein Pilz. Wer sperrt ein Pilz in die Kiste? Kleiner Heiltrank und ein paar Münzen. Ich muss da mal wieder gubschen, wie spät das ist. Wie spät? Es ist schon wieder. La, la, la. Da haben wir noch ein paar Stachelrattis. Die sind mir alle mal lieber als das Viech, das da oben hausen tut. Batsch, 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 batsch. Au, 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 au. So, weg mit dir. Das ist sehr gut. Haben wir noch ein paar Pflänzchen zu mitnehmen. Da drüben ist auch noch ein Pilz. Ich sehe ihn gerade. Ach so, ja. Okay. Ah, ja, ja. Nicht so Kamot zum Holen momentan. Warte mal.
Vielleicht, wenn wir hier rauflaufen. Ich werde auch speichern. Stimmt, speichern, unbedingt. Speichern, speichern, speichern. Fortsetzen. So, da. Und hier. Ich glaube, darüber... Ich hoffe, ich komme da wieder hoch. Naja, nicht unbedingt. Also hoch schon, aber nicht weiter so krass. Vielleicht beim Zurücklaufen. Diese Scavenger habe ich... Scavenger sage ich schon wieder. Diese Seegeier habe ich auch nicht gemeint. Ja. Das Viech ist nämlich da drüben. Das da, ein Riesenskorpion. Ja, ihr habt es richtig gesehen. Ein Riesenskorpion und da kommen die Viecher. Wir haben hier einen kleinen Heiltrank, ein paar Pfeile und ein paar Goldmünzen. Ich rede tatsächlich von dem Riesenskorpion. Und ja, wir müssen an dem Viech vorbei. Kommt jetzt her, dann bin ich weg. Wir müssen an dem Viech vorbei. Sonst kriegen wir das nicht, was wir haben wollen. Zack, zack, na komm her. Bitte, komm her. Wieso geht der blöde Vogel immer rückwärts? So, jetzt ist es aus mit rückwärts gehen. Es kommt her. Es kommt her. Braver Skorpion, lieber Skorpion, ich will dir nichts Böses, noch nicht. Ich will da nur vorbei. Oder auch nicht. Irgendwo hier sollte das doch sein. Ich glaube, da vorne in den Brunnen musste ich hüpfen. Ich habe es vergessen. Wieder mal. Das ist ein Riesenviech. Ja, lieber Skorpion. Geh noch mal da nach hinten. Sei ein braver Skorpion. Der scheißt mir was. Was ist das eigentlich hier? Alter, mein Herz. Ging das hier nochmal gleich? Das hört sich alles ungut an. Das ist gerade komisch. Musste ich mich jetzt runterfallen lassen oder musste ich hier was ausbuddeln? Es könnte aber auch sein. Mir kam vor, ich müsste da runter. Aber das wäre, glaube ich, nicht so schlau. Wartet, glaube ich, nur der Tod auf mich. Zumindest nicht von der Seite. Oh je, es ist schon halb. Auch du Heilige. Mist, ich hasse es, wenn die Zeit so vergeht. Dann musste ich wahrscheinlich doch hier runter. Alle hopp. Ja, ja, da ist es. Ey, ich habe es gefunden. Da ist es. Meine Güte, bin ich doof. Aber der Skorpion ist für später. Es war ja nicht ganz verkehrt. Ich habe es euch schon mal gezeigt. Das buddeln wir noch aus und dann ist es ein schönes Finale für heute. Doch noch gefunden. Ui, Gott sei Dank. Das bebt schon wieder alles, ne? Die Erde bebt vor Vorfreude und überhaupt, dass wir den Schatz jetzt gefunden haben. Vorfreude ist ja keine mehr, es ist ja schon richtige Freude. So, also öffne dich. Was haben wir denn da? Wieder so ein alter Zettel und 250 Goldmünzen. Super! Damit haben wir schon 3 von 5. Meine grauen Gehirnzellen erweisen sich doch hier und da mal als nützlich. Sehr schön. Freut mir. Okay, dann werden wir uns im... Also nächstes Mal, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann wir jetzt den nächsten Twitch-Abend haben werden. Ich werde ihn vielleicht mal wieder auf Montag oder, nein, auf Dienstag werde ich ihn setzen. Dienstagabend einmal. Und ja, aber dann nur
Also insgesamt 3 Stunden. Wir haben dann twitchen, dann ist sie wieder Normalbetrieb sozusagen. Und ja, ich würde sagen, wir sind eh recht weit gekommen heute. Also ich bin sehr zufrieden. Und ich bedanke mich bei euch allen ganz, 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 ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, eine wunderschöne Woche bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Twitch. Viel Spaß und Freude bei allem, was ihr noch anstellen werdet. Und ja, tschüssi.